dazu gekommen, dass ich Bereiter werden möchte oder werde, bin ich eigentlich durch Zufall, weil ich im Juli 2017 mein Staatsexamen für Humanphysio gemacht habe und im Zuge dessen, damit ich dafür lernen kann, habe ich mein Pferd meiner Cousine mitgegeben auf deren ihre Anlage, damit ich mich aufs Lernen konzentrieren kann, fürs Examen eben. Und ich auch noch gucken muss, dass mein Pferd halt ordentlich trainiert wird. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, weil meine Tante Pferdewirtschaftsmeister ist und ich ja dann eh dort war und mein Grundziel oder meine Grundidee war immer Tierphysio zu werden. Und da bin ich eigentlich auch durchs Pferd drauf gekommen, weil ich habe mir mit 18 mein erstes eigenes Pferd gekauft, die Guapa. Und habe dann im Zuge dessen auch ein Tierphysio da gehabt, weil ich halt einfach mal abchecken wollte, ob eigentlich alles in Ordnung ist bei ihr oder ob man irgendwas anders machen müsste oder. Und die war ganz gut, die Frau, weil die hat eigentlich nur mit einer Karotte ihren Kopf so zwischen die Beine gezogen, also so ein bisschen die Oberlinie quasi gedehnt. Und das hat vielleicht 5 Minuten gedauert und dann meinte sie so, 185 Euro bitte. Und ich so, ah, schön, das kann ich auch, damit wird aber reich. Und dann bin ich über meine Trainerin damals zu einer sehr bekannten Tierphysio zum Praktikum. Helle Kleven heißt sie, die hat früher auch die deutsche Vielseitigkeitsmannschaft betreut. Und bin dann da 4 Wochen mitgelaufen und die meinte eben, ich soll, also wenn ich das wirklich machen will, den Tierphysio, dann soll ich Humanphysio vorher lernen, weil der Tierphysio nicht geschützt ist und weil es da so viele Idioten gibt und weil die Ausbildung halt in Deutschland nicht unbedingt die beste ist. Und dann habe ich danach noch, eigentlich wollte ich nur eine Woche bei einem Freund, der Physiotherapeut ist, Praktikum machen und war dann am Ende auch 4 Wochen dort, weil es mir echt viel Spaß gemacht hat. Und im Zuge dessen habe ich mich dann in Starnberg beworben, in der Physioschule, das ist eine private Physioschule. Und habe dann da das eben gelernt und hatte dann im Juli 2017 Staatsexamen. Hatte mein Pferd dann eben bei meiner Tante stehen. Und dann war ich dort und ich wollte ja eh Tierphysio noch lernen. Und das ist aber wie so eine Art Fernstudium eigentlich am Ende. Also man macht da so Wochenendkurse und unter der Woche hat man quasi nichts zu tun. Und dann dachte ich mir, na gut, dann kann ich die Zeit auch nutzen und mache meinen Bereiter noch. Weil dann habe ich so wie so ein Komplettpaket. Am Ende. Also ich bin quasi Bereiter, bin Humanphysio und Tierphysio dann und habe das auch angefangen. Nur nach so einem Dreivierteljahr musste meine Tante leider die Anlage doch verkaufen, weil sie sich einfach nicht gerechnet hat. Wir hatten viel zu wenig Boxen und dann sind wir woanders hin, haben uns aber nicht sofort umgemeldet und daraufhin hat dann uns die LFL, also die Gemeinschaft, die sich da quasi in Bayern drum kümmert, also um die Bereiterprüfung und Lehre und bla bla bla, hat uns das erste Jahr nicht angerechnet. Sprich, hätte noch mal von vorne anfangen müssen. Dadurch, dass ich aber schon eine Ausbildung habe, kann ich eh auf 2 Jahre verkürzen. Hätte dann quasi im Endeffekt 3 Jahre gebraucht doch, weil ich habe ja 1 Jahr in Wind geschossen. Ich habe aber damals parallel schon auch selbstständig gearbeitet, als Reitlehrer und Bereiter quasi einfach das angeboten. Und dann habe ich halt danach beschlossen, weil damals, als die zu uns kamen und wir das alles besprochen haben mit der Bereiterlehre und, haben die eben gemeint, weil meine Cousine das auch schon sehr lange macht und auch diese Lehre jetzt eben macht, dass man das auch auf Selbstständigkeit machen kann. Also wenn man nachweist, dass man 4 Jahre als Bereiter gearbeitet hat, dann kann man einfach die Prüfung machen, wenn man vorher schon eine Berufsausbildung hat oder Abitur. Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt nochmal 2 Jahre dranhängen oder 4 Jahre selbstständig arbeiten. Also eigentlich ja nur noch 3, weil ich habe ja schon 1. Mache ich es doch lieber auf selbstständiger Basis. Einfach aus dem Grund, weil ich ja nebenbei auch noch Instagram mache und viel weg bin und viel auf Turniere fahre und. Und das halt, wenn man irgendwo angestellt ist oder Azubi ist, schwierig ist. Das lässt sich halt nicht so leicht vereinbaren, weil so viel Urlaub kriegt man ja dann doch nicht. Und so bin ich quasi mein eigener Chef und muss halt jetzt viel arbeiten, selbstständig arbeiten
und kann dann jetzt in, jetzt sind es dann noch 2 Jahre, glaube ich, halt zur LFL gehen, das nachweisen, dass ich so 4 Jahre gearbeitet habe, selbstständig, und dann die Prüfung einfach machen. Ein normaler Tag sieht eigentlich bei mir so aus, dass ich so, wenn man selbstständig ist, kann man ja entscheiden, wenn man anfängt zu arbeiten, ne? Aber in der Regel fange ich so um 8 an. Mal früher, mal später, je nachdem. Und ich habe meistens eigentlich schon so am Abend vorher einen Plan, welche Pferde ich alle am nächsten Tag habe. Und schaue dann halt auch mal in der Früh, mit wem will ich anfangen. Oder ich weiß schon, ich habe jetzt irgendeinen Kunden in der Früh, die halt als erstes um, manchmal auch schon um 6 wollen. Dann mache ich die halt zuerst. Oder ich mache jetzt so wie jetzt eben meine zuerst und habe dann später noch ein Kundenpferd. Und dann mache ich einfach eins nach dem anderen, so wie es mir reinpasst. Ich schaue immer, dass ich meine halt so ein bisschen zwischenschummel, wo ich Zeit habe. Aber dass die eben auch nicht zu kurz kommen. Und dann, je nachdem, wie viele Pferde ich am Tag habe, kann das schon mal bis abends um 9 dauern. Mit Mittagspause natürlich. Halt der Vorteil vom Selbstständigsein natürlich ist, dass man das sich so ein bisschen selber einplanen kann, wann und wie viel man arbeitet. Der Nachteil ist halt, man ist eigentlich ständig am Arbeiten. Ich habe ja zusätzlich auch noch Instagram, das ist ja auch irgendwie ein Job. Und wenn man halt nicht arbeitet, weil man in Urlaub fliegt oder, dann verdient man halt auch nichts. Also dann kriege ich auch kein Geld. Und ja, also meine Tage sind sehr lang. Was halt das Schöne ist, ist, dass es mir wirklich noch nie einen Tag vorkam wie Arbeit, weil es einfach so viel Spaß macht und ich es so gerne mache und auch so gerne mit den Pferden natürlich zusammen bin, dass es eigentlich sich nie anfühlt wie Arbeit. Also es ist zwar anstrengend und so und es ist auch manchmal ein bisschen kräftezehrend und man wünscht sich manchmal vielleicht ein bisschen mehr Schlaf oder ein bisschen mehr Freizeit, aber ich würde es gegen keinen Job der Welt tauschen. Schon früh, gell? Ja. Das ist jetzt hier eins von meinen Pferden. Ich habe eigentlich insgesamt 3. Hier habe ich nur 2 stehen. Das ist mein neuester Zugang quasi. Die habe ich letztes Jahr im Juli gekauft und mehrfach schon L platziert. Ich habe die damals L platziert auch gekauft. Die ist jetzt 10. Und direkt nach 4 Wochen waren wir auf dem ersten Turnier und waren gleich 3. im L-Springen und sind jetzt auch die ersten M-Springen geritten. Wir hatten einmal einen Fehler und einmal habe ich ganz viel Bockmist gebaut, aber was soll's. Aber die ist so absolut das beste Pferd eigentlich, was ich gerade im Stall stehen habe. Und auch das beste eigentlich, was mir je passieren konnte. Der Witz ist eigentlich nämlich sogar, dass ich die gar nicht haben wollte. Ich habe die von meinem Trainer gekauft. Und der wollte auch unbedingt, dass ich die ausprobiere. Und ich immer so, oh nee, die ist so groß. Dann bin ich die so geritten und so dressurmäßig unkompliziert eigentlich. Aber jetzt auch nicht so der Oberburner. Aber schon so, dass du sagen kannst, ja, kann man schon jeden Tag reiten, so nach dem Motto. Dann bin ich die gesprungen und habe gesagt, okay, ich brauche gar keinen anderen mehr probieren, weil die nehme ich die und keinen anderen. Und so war es dann auch. Okay? Feines.
Dr. Emma sind wir jetzt fertig. Die war die erste heute. Mit der habe ich heute so ein bisschen Stangenarbeit gemacht, eher für mich als für sie, um mein Auge einfach ein bisschen noch mal mehr zu schulen. Und ich habe tatsächlich so für jedes Pferd, kein niedergeschrieben im Plan, aber so im Kopf, immer so einen Plan, was ich mit denen mache, damit die auch genug Abwechslung haben. Also, du bist so doof. Also bei meinen ist es tatsächlich so, dass die eigentlich montags immer frei haben, weil montags mein freier Tag ist. Ich habe auch mal einen Tag frei. Und dann gehen die dienstags Longe, also zusätzlich dazu, dass die den ganzen Tag draußen stehen, je nach Wetter, gehen die dann dienstags Longe, dass sie sich so ein bisschen ausbocken können, wenn sie wollen. Und Mittwoch haben wir normalerweise immer Springtraining dann. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, ob ich Turnier habe oder nicht am Wochenende. Wenn ich Turnier habe, gehe ich am Donnerstag dann ausreiten. Also ich schaue eigentlich immer, dass ich so einmal die Woche schon auch ausreiten gehe. Manchmal muss ich dann in den sauren Apfel beißen und im Regen raus oder bei schlechtem Wetter halt, wenn es einfach sich gerade nicht anders ausgeht. Und dann gehen die Freitag nochmal lockere Arbeit. Da schaue ich einfach nur, wie sind die drauf? Muss ich auf irgendwas achten? Ist sie ein bisschen stark? Ist sie ein bisschen fest? Damit ich einfach weiß, wie ist der Status quo quasi fürs Turnier dann. Und dann hätte ich quasi Samstag, Sonntag Turnier, wenn jetzt Turnier ist. Wenn kein Turnier ist, dann reite ich am Donnerstag nochmal dressurmäßig. Bei einem Springpferd wie der Emma sieht es tatsächlich einfach so aus, dass ich die locker habe, dass das Vor-Zurück gut funktioniert, dass die sich überall hinschieben lässt und das wirklich so alles ganz leicht funktioniert. Und dann würde ich am Freitag oder je nach Wetter halt dann am Wochenende ausreiten gehen. Aber ich schaue eigentlich immer so, egal welches Pferd, egal ob Springpferd, Freizeitpferd, Dressurpferd, wie auch immer. Ich schaue eigentlich immer, dass ich die so 2 Tage arbeite und dann, ich sage immer, 1 Tag Pause. Pause heißt jetzt nicht, dass die nichts tun, sondern heißt eher, dass die dann Longe gehen, ausreiten, Stangenarbeit, springen. Wobei bei meinen Springpferden jetzt Springen zur Arbeit dazugehört. Da ist es tatsächlich auch so, dass ich fast jeden Tag ein bisschen Stangen dazu nehme, einfach für mich, für mein Auge. Es tut denen auch einfach gut, wenn die so ein bisschen über Stangen gehen müssen. Und ja, was machen wir denn noch so als Ausgleich? Ich mache mal so ein bisschen irgendwie ohne Sattel ein bisschen rumdümpeln, im Schritt nur spazieren gehen, am Halfter joggen lassen. Also einfach irgendwas anderes, damit die halt auch echt immer Spaß haben bei der Arbeit. Das ist mir besonders wichtig, deswegen meine Reiteinheiten sind tatsächlich relativ kurz, sage ich mal. Also ich hocke auf einem Pferd so ungefähr 1 Stunde mit Schrittreiten und ich reite relativ langen Schritt. Also die tatsächliche Arbeitseinheit ist dann vielleicht 1/2 Stunde und mehr nicht. Und wenn ich merke, die haben jetzt gut mitgemacht, vor, zurück, also beim Springpferd so vor, zurück, links, rechts, das funktioniert irgendwie alles total easy, dann höre ich auch mal nach 20 Minuten auf, einfach weil es gut ist. Und die sollen Spaß haben bei der Arbeit und sich nicht denken, oh nee, die Alte schon wieder. Und das ist mir halt besonders wichtig. Und so habe ich dann für jedes Pferd so seinen eigenen Plan. High five. Toll. Das ist jetzt ein Brittpferd von mir. Der ist wie alt? 14? 15. Und war ganz lange Deckhengst. Der wurde, glaube ich, erst mit 13 gelegt, gell? Ja. Mit 13 wurde der erst gelegt und hatte dann eine kurzzeitig wilde Phase und kam deswegen dann zu mir, weil ich ihm ein bisschen Manieren beibringen sollte. Und eigentlich, finde ich, hat er die jetzt schon. Er hat halt ab und zu mal so ein bisschen noch mal einen kleinen wilden Tag.
Aber an sich ist er brav. Ja, an sich ist er brav. Ist halt ein bisschen schreckhaft. Ne? Und es ist ein Spanier. Ne? Ja. Den werden wir jetzt auch einmal auf dem Platz ein bisschen reiten. Bei dem ist halt wirklich eigentlich nur wichtig, dass der überall hingeht und sich ganz, überall ganz brav reiten lässt und nirgends erschrickt und dass man ihm halt zeigt, wenn irgendwo was für ihn gefährlich ist, dass es eigentlich gar nicht gefährlich ist. Ja. Und der hatte jetzt auch 2 Tage ein bisschen Pause und heute reiten wir wieder. Ein bisschen was für die Figur tun, der ist nämlich eigentlich ein bisschen fett, aber das darf man nicht so laut sagen. Schau mal, kannst du gleich drüben bleiben. Wir könnten ihm wieder ein Einhorn machen. Bauch einziehen. Nächster. Das ist mein kleiner Musterschüler, sage ich immer. Das ist ein 5-jähriges deutsches Radpony. Ist leider ein bisschen zu groß geworden. Der ist schon 1,54. Also zählt offiziell nicht mehr als Pony, ist aber trotzdem Pony gezogen. Und den habe ich seit Mitte Januar ungefähr. Und da war der Dressurpferde A platziert. Er ist sehr genügsam. Komm. Dressurpferde A platziert und jetzt letztes Wochenende ist er seine 2. Dressurpferde L gegangen und war gleich 5. Da sind wir natürlich alle sehr stolz. Und bei dem ist es so, dass der von den Lektionen, in Anführungsstrichen, die er können muss, für jetzt eine L-Dressur, kann er schon alles und kann das auch alles ziemlich gut. Bei dem geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass der durchlässig ist, dass der locker ist, weil der ist so ein bisschen klein und kompakt. Und nutzt es auch gerne mal aus und macht sich so ein bisschen stark, ein bisschen fest. Und da geht es eben, wie gesagt, einfach darum, dass der noch durchlässiger ist, damit das alles noch schöner und feiner funktioniert. Aber wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Der hatte jetzt auch nach dem Turnier natürlich ein bisschen Pause. Also der ist am Sonntag noch Dressur Reiter L gegangen. Da war der sogar auch gleich 3. Seine 1. war das. Und dann hatte der am Montag so ein bisschen Halfterlonge joggen gegen Muskelkater. Dienstag hatte er frei. Und gestern haben wir auch nur so ein bisschen vorwärts, abwärts, Schritt, Trab, Galopp, also gar nicht viel. Und jetzt heute werden wir das erste Mal wieder ein bisschen locker reiten. Also bei dem ist es zum Beispiel so, den reitet die Tochter von der Besitzerin auch, reitet den mit, die ist auch auf dem Turnier mit dem gestartet, die ist mit dem Dressurpferde A geritten, war 5. und ist ihre 1. Dressurreiter L geritten und war 3. mit ihm eben. Und da spreche ich mich halt immer mit dem ab, will sie reiten, soll ich reiten, manchmal machen wir es auch so, dass ich ihn ihr abreite und dann geht sie drauf. Oder sie hat Gleichstunde. Das ist ganz unterschiedlich, wohingegen die anderen. Meine eigene natürlich sowieso, die reite nur ich. Und auch den von vorhin, den Spanier, den reitet aktuell eigentlich auch nur ich. Weil der noch nicht 100% zuverlässig ist. Aber mal gucken, wir kriegen das schon noch hin. Oh,
Gott, Achtung, festhalten. Und los. Dann vergesse ich immer, dass er so klein ist. Bist du ein nasser Pool jetzt? Wir haben jetzt die ersten drei Pferde gemacht für heute und jetzt, das gehört auch zu meinem Tagesablauf, jetzt geht es erstmal Mittagessen, das ist nämlich ganz wichtig. Vor allem, wenn man ganz viele Pferde reitet, darf man das Essen nicht vergessen, weil man ja so viel Energie verbraucht und die muss man auch wieder reinholen. Deswegen, ich muss vor allem immer darauf achten, dass ich genug esse. Das ist jetzt meine andere, mein erstes eigenes Pferd, die habe ich mir mit 18 selber gekauft, die Guapa. Die ist mittlerweile 11 und die hat so ein bisschen, wie soll man das sagen, eine kleine Pechsträhne, ich hoffe, hinter sich. Ich reite die erst wieder so seit 2 Wochen ungefähr. Also die hatte sich letztes Jahr im Mai draußen beim Galopptraining die Sehne überdehnt, vorne links, was an sich nicht schlimm ist. Aber sie hat sich gedacht, das reicht nicht, weil dann wurde sie von einer Bekannten von mir leider verbandagiert. Das kann halt immer mal passieren. Aber das war dann auch noch. Dann hatte sie eine leichte Knochenhautentzündung auf beiden Vorderbeinen. Seitdem lasse ich sie nicht mehr ohne Steigermaschen stehen, weil mir das einfach zu heikel ist, dass sie sich da wieder anhaut und die haut sich da echt oft an den Vorderbeinen an. Und ich habe da so Lammfellsteigermaschen, mit denen geht es super. Dann hatte sie sich das Röhrbein hinten rechts aufgerissen, komplett. Dann das Röhrbein hinten links, das ist auch hier die Narbe. Dann hat sie sich hinten rechts in Ballen getreten, hat eine Phlegmone bekommen. Dann hatte sie entzündete Augen von den Fliegen. Dann hatte sie Nesselfieber, 2 Koliken. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas vergesse, aber eigentlich ist es auch so viel, ist auch total wurscht. Und zuletzt hatte sie dann halt Magengeschwüre und zu allerletzt jetzt Zysten auf den Eierstöcken. Und da ist der aktuelle Stand, dass die, also faustgroße Zysten wirklich, dass sie die Zysten wieder weg sind, also oder zumindest rechts ist sie weg, links ist noch eine. Und sie lässt sich aber aktuell damit ganz gut reiten. Und jetzt probieren wir einfach, ob es geht oder nicht geht. Ich steigere so ein bisschen langsam und wenn ich merke, dass es ihr zu viel wird, dass sie halt einfach Schmerzen hat oder dass es ihr drückt, das zeigt sie ziemlich deutlich, weil sie sofort steigt, dann muss ich es halt wieder reduzieren. Und wir probieren es halt jetzt dieses Jahr noch so bis nächstes Jahr früher und wenn es bis dahin nicht gut ist oder weg ist oder sie sich eben damit gut reiten lässt, dann kriegt sie ein Foli. Geil. Das war zwar nicht so ganz der Plan, aber manchmal kommt es anders, als man denkt.